Der Fall Amon Suhls war für die Dúnedain ein schwerer Schlag. Allerdings konnten einige mutige Krieger, angeführt von Arvelek selbst, aus der Festung fliehen und den Palantir nach Fornost bringen. Rasend vor Wut beauftragt der Hexenkönig den Hauptmann von Khar'n-Dûm mit der Suche nach dem gestohlenen Palantir. Schnell! Sie sind dicht hinter uns! Wir müssen den Palantir in den Vorposten bringen! Wir bewachen die Straße, um euren Rückzug zu sichern, Herr. Vorwärts, Männer! Sie kamen wohl hier entlang! Wir müssen sie einholen, bevor sie die Festung jenseits der Höhen erreichen. Ihr König darf die Festung nicht lebend erreichen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part. Schlacht um Mittler, der Aufstieg des Hexenkönigs. Wir müssen König Arvelek aufhalten, damit er nicht die Festung Arnors erreichen kann. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Axtschleuderer. Diese Barbaren wissen... Wir haben die Ziele... den König Arvelek zu schlagen und den Palantir zurückzuholen. Ihre Äxte zu schulen, ihr Magen! Ich befehle keine Widerrede, ihr Würmer! Elende Kreaturen! Ich weiß, was ihr sucht, aber ihr werdet es nicht bekommen! Hoch mit euch, ihr Magen! Und wir haben ihn. Die Truppen werden angegriffen! Ein Königreich wie ein paar Leibeigene! Wir haben unsere Befehle! Vorwärts! Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Kehrt zu eurem Meister zurück und beichtet ihm euer Versagen! Nein! Oh, er setzt den Palantir ein. Was ist passiert? Ah, da kommen neue Streitkräfte. Ich spüre kein Leben an diesem Ort. Die Dunkelheit wartet. Wir der Suchtrupp muss hier irgendwo sein. Wir werden hier lagern und die Gegend absuchen. Ich bin der Erste unter des Königs Mann. Zögert nicht. Die Schatten werden länger. Ja, dann schauen die wir mal. Ziehen in die Schlacht. Was ist denn hier? Wir marschieren. Hier ist ein Splitter. Hier ist ein Splitter vom Palantir. Ist er kaputt gegangen? Ich kann die Macht dieses Gegenstandes spüren. Wir müssen ihn zum Hexenkönig bringen. Oh. Ein paar Soldaten. Herr, hier ist laut der Wachen eines der Objekte gelandet. Was ist das? Nehmt es mit, wir bringen es zum Vorposten. Die Dunkelheit wartet. Komm, wir erledigen sie. Das Blutvergießen hat begonnen. Sobald wir das Artefakt zurückgebracht haben, schicken wir weitere Patrouillen. Keine Gnade. Werft sie zurück. Kommt, Drolle, verfolgt sie. Mog mir. Die Eisenkrone wird niemand widersteht uns. Achso, wir müssen jetzt gegen Arnor die Splitter erobern. Noch einer, den holt ihr euch. Nur die Starken überleben. Das heißt, wir kämpfen für Amber. Wir dienen der Eisenkrone. Der Hexenkönig wird herrschen. Komm, holt euch die Reiter hier. Festung. Die Eiskrone ruft. Niemand widersteht uns. Ich bin der Erste unter der Schlacht begonnen. Wir kämpfen für Amber. Auf
in den Kampf. Niemand widersteht uns. Ach so, wir müssen den Splitter zurückbringen. Für den Hexenkönig. Komm, der Waldläufer-Trupp ist kein Problem für euch. Eiskrone ruft. Und jetzt hier zurück. Ich bin der Erste unter des Königs Mannen. Dann haben wir nämlich schon mal einen Splitter. Wir dienen der Eisen. Boah, unsere Armee wurde aber ganz schön angeschlagen. Die Dunkelheit wartet. Legionen, marschiert! Komm. Wir haben unsere Fähigkeiten wieder. Komm, holen wir uns als nächstes. Ah ja, jetzt ist unser Baumeister angekommen. Dann Leute, zieht euch noch nett. Geht noch netter weg. Ich befehlige die Leibeigenen. Diese Barbaren wissen ihre Äxte zu schleudern. Ich bin der Erste unter das Kreuz. Jetzt geht nach oben. Unser neues Gebäude ist bereit. Baut es stark! Und sie sind auch auf dem Weg nach Menschen da oben. Ja. Ich bin der Erste unter das Königsmarsch. Marschieren zum Sieg! Zögert nicht! Aber wir müssten Erster da sein. Unser neues Gebäude ist fertig! Der Feind greift unsere Truppen an! Arno hat einen Splitter geborgen! Oder ihr werdet geknechtet. Ja. Ihr wartet Arbeit auf euch. Das Blutvergießen hat begonnen. Du wärst geknechtet, wenn du nicht dich beeilst, die Mühlen zu bauen. Ja, das sieht ganz gut aus. Wir kämpfen als eine Klinge. Wir kämpfen für einen König. Zeigen wir es, und kommt alle zurück hier wieder zum Lager. Das wir bauen für die Eisenkrone. Halle des Königs. Gut, wir können diesmal keine Trolle ausbilden, aber dann holen wir uns halt schwarze Numenore. Ich bin bereit und für Anmarsch zu bauen. Hä? Macht euch bereit zu bauen. Baut Halle des Königs. Menschen aus Anmarsch. Wir haben unsere Fähigkeiten wieder. Lass niemand widersteht uns. Komm, haltet sie ab. Der Feind greift unser Trupp an. Sie werden den zweiten Splitter nicht holen. Es backt ein bisschen rum. Des Königs gebaut. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Komm, nochmal Rohstoffe arbeitet hier. Für die Eisenkrone. Arno hat einen Splitter geborgen. Oh oh. Wir sind unterwegs. Menschen aus Angmar. Wir marschieren. Wir ziehen den Niemand widersteht uns. Auf in den Kampf. Gut, dass sie anscheinend direkt uns in die Arme laufen. Ist größer denn je. Auf in die Schlacht. Ja, das ist wichtig gerade. Unser neues Gebäude ist bereit. Die Eisenkrone ruft.
Menschen aus ihm. Mist, ich glaube, wir müssen ihn später verloren geben. Der Feind greift unsere Truppen an. Das sind jetzt hier. Die Eisenkrone wird siegen. Wir dienen der Eisenkrone. Ruhe, ihr Magen. Eisenkrone, Ruhe. Die Schlacht hat begonnen. Die Kuh hat keinen am Leben. Auf den Feind. Ich bin der Erste unter das Kühlschrank. Wir sind unterwegs. Krieg für alle Zeit. Komm, wir bilden hier unten dann neue Einheiten aus. Dann, wo bist du noch? Arbeite, eine Dunkelstahlschmiede richten. Baut mir's stark! Eiskorne ruf! Wir kämpfen für Angmar! Der Feind greift unsere Truppen an! Die Dunkelheit wartet! Vorwärts! Level 5er. Die sind auf jeden Fall gut. Menschen aus Angmar! Gut, die passive Fähigkeit, weniger Schaden ist auch ganz nützlich. Im Namen des Hexenkönigs! Eisenkrone ruf. Kommt, holt euch den Splitter. Wir kämpfen für Arnor. Die Dunkelstahlschmiede ist bereit. Die Schlacht hat begonnen. Arnor hat einen Splitter geborgen. Alle des Königs ist größer denn je. Wir gehen nach Hause, Männer. Wir kämpfen als eine Klinge. Das Königskämpfen für die Eisenkrone! Wir sind auf feindliche Truppen gestoßen. Vernichten heißt Leben. Ich glaube, wir müssen uns zurückziehen. Soldaten zur Festung! Ich bin der Erste unter das Königskämpfen. Alle Mann zurück, sie bombardieren uns! Eisenkrone ruf! Schießt weiter! Macht keine Gefangenen! Komm, wir bauen mal schwarze Waldläufer. Komm, verteidigt euren Herrn. Eisenkrone ruft. Die Dunkelstahlschmiede wurde erweitert. Es sind zu viele. Das Blutvergießen hat begonnen. Wir sind die Bogen des Todes. Sie sind so stark. Lautloser Tod. Ich bin der Erste unter des Königs Mann. Meine Klinge schneidet tief. Eisenkrone ruft. Sie werden alle fallen. König wird herrschen. Schießt weiter. Komm, wir müssen die aus dem Lager zurückdrängen. Der Feind hat unser Lager erreicht. Wir sind hier fertig. Wir sind kampfbereit. Macht euch bereit, die Elite. Zu bauen. Arbeitet für die Eisen auf die Schlacht. Wir zerstören unsere Mühle. Waldläufer bereit. Macht sie nieder. Nicht erziehen. Sie werden alle fallen. Sie werden alle fallen. Mann, ist auf jeden Fall nicht gut, was gerade passiert. Der Feind hat unser Lager erreicht.
wird siegen. Komm, erledigt die Palastwachen da. Unser neues Gebäude ist fertig. Wir sind die Elite des Hexenkönigs. Komm. Arno hat einen Splitter geborgen. Oh oh. Wir sind die Boten des Todes. Wir dienen der Eisen. Unsere Gebäude werden angegriffen. Wir brauchen wieder den Dunkelstahlschmiede. Flüstern. Ist der Feind nah? Fürchtet die Eisen. Macht euch bereit zu bauen. Ihr wartet Arbeit auf euch, die faulen Madi. Wir sind unterwegs. Unsere Mühle werden angegriffen. Wir müssen uns den nächsten Splitter holen. Auf in die Schlacht. Wir sind die Herren der Wälder. Wir sind die Elite. Blut für den Hexenkönig. Werft sie zurück. Sie haben schon drei Splitter. Wir müssen verhindern, dass sie noch mehr finden. Wie? Waldläufer bereit. Durch den Schatten. Kehren zum Sieg. Komm, holt sie euch. Wir dienen der Eisenkrone. Unsere Pfeile flüstern. Und jetzt kommt. Wir müssen uns jetzt zum Splitter begeben. Der Feind greift unsere Truppen an. Wir sind die Herren der Wälder. Wir sind die Augen Angmars. Menschen aus Angmar. Eiskrone ruft. Wir sind unterwegs. Die Dunkelstahlschmiede wurde erweitert. Und wir müssen die Pfeile erforschen. Ich bin der Erste unter das Königreich. Weiter zum Sieg! Zögert nicht. Die Schatten werden länger. Nur noch zwei Splitter. Zum Sieg! Legionen, marschiert! Zurück an die Arbeit! Baut es stark! Menschen aus Angmar! Komm, erledigt sie. Wir brauchen die Splitter. Die Schlacht wartet. Im Namen des Hexenkönigs.
Komm mal, schieß sie. Wir dienen der Eisenkrone. Menschen aus Angmar. Auf ihre Schlacht zum Sieg. Wir sind die Elite. Die Dunkelheit warten. Wir brauchen bei allen diese Pfeile. Die auf ihre Schlacht zum Sieg. Die Schatten werden länger. Wir kämpfen für die Eisenkrone. Menschen aus Angmar. Unser Bürgermeister wurde erschlagen. Das Blutvergießen hat begonnen. Waldläufer bereit. Lautloser Tod. Ich bin der Erste unter des Kriegs, Mann. Wir können in die Eisenkrone. Wir müssen sie erneut zurückwerfen. Komm, erledigt sie alle. Wir werden angegriffen. Unsere Rohstoffe sind im Gewinn. Bringt sie zum Schweigen. Eisenkrone. Komm, jetzt holt euch den verdammten Splitter. Lass keinen am Leben, König! Auf die Liebe widersteht uns! Die Schlacht hat begonnen! Eisenkrone vom Sieg! Legionen, marschiert! Und wir wurden wieder eingedrängt. Niemand widersteht uns! Ich bin der Erste unter das Kriegsmann! Wir ziehen in die Schlacht! Legionen, marschiert! Sieg! Kommen wir bei neue Truppen, dass wir dann sofort den nächsten und letzten Splitter holen können. Wir sind auf feindliche Truppen. Uns! Die Truppen werden angegriffen! Komm, erledigt sie. Die Schlacht hat begonnen. Ich bin der Erste unter des Königs, Mann. Alle Schlacht. Gut, solange keine Reiter dabei sind, wird das zwar eine Hetzjagd, aber wir müssten es schaffen. Alle Mann zurück ins Lager. Wir sind die Herren der Wälder. Stuhlheit ist unsere Stärke. Wir sind die Elite. Wir warten auf die Schlacht. Der Schatten leitet uns. Sie greifen aus sicherer Entfernung an. Ich bin der Erste unter des Königs, Mann. Alle Mann zurück ins Lager. Wir sind kampfbereit. Macht sie nieder. Niemand widersteht. Komm, erledigt sie. Der Feind ist zurückgekehrt. Der Erste unter des Kriegs, Mann. Rennt sie nieder. Die Boten des Todes. Ja, noch einen und wir haben wieder unsere ganze Kraft. Der Hexenkönig wird herrschen. Komm, erledigt sie. Angmar wird siegen. Wir sind die Elite.
Komm, wir sammeln uns jetzt alle und dann greifen wir an. Wir warten auf die Schlacht. Und führen den finalen Schlag aus. Wir haben auch genug die Fähigkeiten, um damit die Einheiten uns nicht wieder davon fliehen können. Gut. Unsere schwarzen Numenora werden denen mal zeigen, wo der Haken hängt. Können wir jetzt noch was Neues holen? Ja, aber es bringt uns ja nichts. Wir kämpfen für die Eisenkrone! Auf in die Eisenkrone mit Siegen! Komm, erledigt die. Und jetzt, die werden alle in einem Eishagel von euch ersticken. Ich wusste gar nicht mehr, dass die schwarzen Numenore so stark sind. Ich bin der Erste unter des Königs Maus. Wir unterwegs. Dann holen wir uns noch den vierten Splitter. Da bin ich auf jeden Fall zuversichtlich, dass das nicht schief gehen kann mit der Armee. Wir marschieren zum Sieg! Verstohlenheit ist unsere Stärke. Lautloser Tod! Komm, da kommen irgendwo die Pferde. Lass keinen erblehen, König! Der Feind greift unsere Truppen an! Gut, so hat's weniger Schaden, haben wir weniger Schaden genommen, als hätten wir es nicht erwartet. Nein, da bin ich auf mein Bildschirm gekommen. Aber das sollte kein Problem sein. Auf in die Schlacht. Ja, unsere Armeen sind so gut. Damit da haben sie gar keine Chance. Wir müssen zurück. Die Eisenkrone ruft. Wir sind unterwegs. Die ziehen in die Schlacht. Komm, alle los. Nicht nur die Hälfte. Wir sind unterwegs. Sieht eure Schwerter. Die Reiter wollen unser Lager zerstören. Renke sie nieder. Für Angmar. Das Blutvergießen hat begonnen. Ich bin der Erste unter das Königsmann. Gut, der Level 1er Trupp hat, oder beziehungsweise Stufe 2 Trupp hat schon gute Arbeit geleistet. Er lebt immer noch. Mann, wie viele Reiter spammen die jetzt? Wir kämpfen als eine Klinge. Oh. Von hinten kommen die normalen Weitläufer. Aber unsere schwarzen Numenore sind viel besser. Unterwegs. Hä? Oh gut, jetzt hat meiner den Splitter. Hier. Da ist er doch am sichersten. Die Schatten werden länger. Alle Mann zurück ins Lager. Wir ziehen in die Schlacht. Neue Truppen ausbilden. Ich weiß nämlich nicht, ob es danach noch weitergeht oder wir dann die Mission geschafft haben. Ja, dann komm, ihr seid gleich da. Jetzt haben wir es geschafft. Und mehr Splitter als Panor gesammelt. Unsere ganze Kraft zurück. Diese neuen Truppen ausbilden. Und jetzt müssen wir den Vorposten einnehmen.
wieder einen Bauarbeiter ausbilden. Ich baue aus Eisen und Stein. Dann, wenn nicht das, bau noch mal eine Mühle. Hier wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Maden. Weil wir bräuchten da noch Katapulte. Aber jetzt gucken wir erstmal, wo ist ihre Basis. Weil wir brauchen jetzt natürlich noch ihre Splitter. Komm, die erledigt ihr schnell. Level 1er Trupps. Ich glaube, der Feind sieht noch nicht das Problem so richtig an. Der denkt, er schafft Angma uns aus dem Weg mit Level 1er Truppen. Da muss er schon hartere Geschütze auffahren lassen. Ja, wir holen uns einfach mal Riesen zur Hilfe. Die sollten ja auch eigentlich genügen, um die Tore einzureißen. Dann brauchen wir eigentlich gar keine Belagerungseinheiten mehr. Menschen aus Angmar. Hier ist die Festung. Wir haben ein Lager des Feindes entdeckt. Auf in die Schlacht! Komm, zerstört es kurz. Wir haben den Feind gesehen! Nochmal beide drauf und dann das Tor zerstören. Sie bombardieren uns! Komm. Vielleicht ist das Tor auch zerstört. Kommen noch die Pfeiltürme hier am Eingang, die sind auch noch lästig. Die Schlacht hat begonnen! Werft sie nieder! Dann werden wir mal reingehen. Hier ist die Feste unserer Feinde. Zerstört es! Hoch mit euch, ihr Magen! Mal wieder! Das Blutvergießen ist für Angmar! Ja komm, wir werden jetzt alle schnell erledigen. Hier wird keiner entkommen. Dann zerstören wir jetzt ihre Truppenversorgungen. Nur die Stadt. Auf in die Schlacht. Die Mann des Königs kämpft. Reißt es nieder. Komm. Wir haben keine Chance gegen euch. Zerstört es. Jetzt noch den Schießstand. Der Feind greift unsere Truppen an. Niemand widersteht uns.
Wird die Bogenschützen dir kalt machen. Die Reiter, die sind einfach zu OP. Nicht mal Reiter können denen was ausmachen. Und jetzt reißt die Festung nieder. Und ihr zerstört noch das Reiterding, bevor wir dann von der Seite noch attackiert werden. Ja, so, wir haben alles unter Kontrolle. Und ich denke, Angmas Eroberungszug geht somit weiter. Ja, habe ich recht gehabt, da kommen noch Reiter raus, die uns ärgern können. Ja, aber das sind viel zu wenige. Damit sie noch was ausrichten könnten. Ja, das nochmal kurz plus Rüstung und Schaden. Und wir haben es geschafft. Wir haben die letzten Splitter erobert und unser Eroberungszug geht weiter. Selbst die Splitter des Palantir bergen eine enorme Macht. Schon immer haben sich die schwarzen Numenor in den dunklen Künsten versucht. Und nun haben die Hexenmeister Angmars ein Mittel, ihre Macht zu bündeln und neue Schrecken zu entfesseln. Und wir haben gewonnen. 35 Minuten Spielzeit. Und 37 Sekunden. Schwarze Waldläufer, was für Wunder. Maximal Einkommen 1045. Strategische Fähigkeiten. Oh, diesmal sind wir taktisch eigentlich, glaube ich, der Bestwert bisher. Also ordentlich. Und die nächste Mission sind die Hügelgräberhöhlen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei allen, die bisher zugesehen haben. Schaltet gerne auch beim nächsten Mal ein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dann, euer Alistair. Ciao.